Herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Heutiges Thema ist heilsames Malen für hochsensible Persönlichkeiten. Hallo, ich bin Karin und auf meinem Kanal geht es um heilsames Malen für mehr Leichtigkeit in deinem Alltag. Ja, heutiges Thema ist ja heilsames Malen für hochsensible Persönlichkeiten. Aber natürlich kann jeder mitmachen, der einfach Lust und Laune hat, Blumenbilder zu malen. Wir malen in Aquarell und die sind also auch wirklich nicht schwer, auch für Anfänger geeignet. Und ich erzähle jetzt in diesem heutigen Tutorial ein bisschen was über Hochsensibilität, warum ich gerne, als ich bin ja selber hochsensibel, warum ich gerne Blumenbilder male, also immer mehr. Ich finde es fantastisch und es ist so herrlich. Dann erzähle ich ein bisschen was über das Material und dann natürlich die Technik bzw. wie fange ich denn an mit Blumenbildern. Ja, jetzt nochmal kurz zu den hochsensiblen Persönlichkeiten. Hochsensible Menschen sind ja sehr einfühlsam und offen für die Schwingung ihrer Mitmenschen. Ja, das heißt, Hochsensible kriegen ja unglaublich viel mit, was so im Äußeren passiert, über die Gefühlswelt, was andere Menschen, ja, gerade ausmacht, wo sie gerade stehen. Die kriegen teilweise manche Hochsensible, die auch hochsensitiv sind, erkennen sogar Krankheiten, wenn sie die Person genau ansehen. Also es ist echt fantastisch. Es ist eine Gabe, absolut. Ne? Dann, aber es ist auch häufig so, dass Hochsensible sehr perfektionistisch ausgerichtet sind. Und da passen jetzt hier diese Blumenbilder, die ja doch sehr locker, easy und fluffig entstehen, passt wunderbar, weil das widerspricht dem ganzen Perfektionismus. Ne? Es ist ein leichtes, lockeres Arbeiten. Und ganz klar, HSP ist eine Gabe, die einer Blume gleicht und jede Blume wünscht sich Pflege. Immer wieder passiert es auch mir selber, dass ich meine hochsensible Gabe, die Seite im Alltag, naja, nicht so immer hundertprozentig beachte. Ja, dann kommt Stress auf und oftmals reagiere ich dann nur noch. Also ich vergesse im Alltag, in diesem ganzen Alltagsgeschehen, vergesse ich oftmals, dass ich hochsensibel bin. Das heißt, ich brauche mehr Pausen. Ich sollte mir immer auch vergegenwärtigen, dass diese Gabe beschützt und gepflegt werden möchte. Und deswegen jetzt zu den Blumen. Ja, vom Material her, ihr seht es ja jetzt dann gleich im Video, aber hier, so sieht es ja, das passiert ja, das malen wir jetzt gleich. Aquarellpapier 300 Gramm würde ich empfehlen, alles andere macht keinen Spaß. Aquarellfarben, es ist sehr heiß heute, sorry, meine ganzen Hopper, ich bin nicht mehr ganz da heute. Aber ich möchte dieses Video jetzt heute raushauen. Ich habe es angesprochen und versprochen und deswegen möchte ich es auch halten. Aquarellfarben, ich benutze gern die Aquarellfarben aus der Tube und ihr seht es dann auch im Anschluss, die sind auf diesen Paletten. Aquarellpinsel, ich arbeite heute wirklich nur mit einem Pinsel. Ich liebe diesen großen Pinsel. Bleistift zum Skizzieren und im Endeffekt ist jeder Stift einsetzbar. Alles ist erlaubt. Ja, Technik aus dem Handgelenk und wir gehen jetzt, steigen jetzt auch gleich ein drüben auf dem anderen Tisch, ne, wo jetzt gleich gearbeitet wird. Easy, entspannt, mach vorher Entspannungsübungen, ne? Tanz ein bisschen, leg deine Lieblingsmusik auf und
Lass den Kopf kreisen, die Schultern, ja? Und verabschiede dich vom Perfektionismus. Braucht man nicht. Ja, also ich benutze jetzt bei meiner Zeichnung eine ältere Skizze von mir jetzt, die ich einfach so ganz locker erstmal vorskizziere. Du kannst auch ein Foto nehmen. Also im Internet gibt es wunderschöne Fotos oder Bilder von Blumen. An denen habe ich mich auch schon oft orientiert. Aber was noch schöner ist, geh raus in die Natur und fotografiere deine Blume und zeichne deine Blume, die du da findest oder die dich anspricht. Na? Blumen ist für mich immer so ein Symbol, innere Blumen, äußere Blumen, ja, aufgehen wie eine Blume, ja, also, und aber auch natürlich dann das andere, dass ich Blumen auch ein bisschen beschütze, versorge, lieb habe. Ja, und ich arbeite immer gern von hinten nach vorne, also der Hintergrund entsteht bei mir meistens zuerst. Ist jetzt nur hier eine Empfehlung, du kannst es auch anders machen. Ne? Aber der Bildaufbau, der klassische Bildaufbau, auch in Acryl, ist immer vom weit hinten nach vorne. Also ich kann es nicht anders jetzt erklären. Ne? Das heißt, ich beginne ganz locker mit dem Hintergrund, habe mich jetzt natürlich für einen grün-braun-bräunlichen Ton entschieden. Aber du kannst auch die ganzen Blumen richtig pinkig und mit deinen Farben machen. Ne? Mir ist jetzt einfach bei dem Bild nach Blumenfarben, die Farben von der Wiese, von den Blumen. Aber du kannst genauso gut deine Farben nehmen, wie es dir belebt. Fühl rein, ja, fühl rein in dein Inneres, bist hochsensibel, die leichteste Übung. Und spür mal rein, welche Farben, welche Formen und, das habe ich ganz vergessen, welche Bildgröße, also welche Papiergröße. Ja, also ich lege meinen Mandanten, oder Mandantinnen sind es ja meistens, verschiedene Größen vom Papier hin. Und dann sollen sie aussuchen, welche Papiergröße ihnen am ehesten zusagt. Und ich weiß es von mir selber. Es sind unterschiedliche Größen, die mich ansprechen. Morgens ist es oftmals kleiner als abends. Also es ist echt irre. Ne? Aber wenn du das schon herausfindest, das ist der erste Schritt nach innen. Ne? Dein Weg nach innen zu fühlen. Wer bin ich? Was brauche ich? Was muss gerade beachtet werden? Ja, welche Blume muss heute aufgehen? Und welche Blume möchte ich zeigen? Welche Blume verschenke ich von mir? Na, also welchen inneren Anteil von mir verschenke ich heute? Und das kann man unglaublich gut. Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Es macht es einfach leichter, dass andere auch die Videos finden. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, über diesen Kanal, abonniere gerne meinen Kanal. Jetzt habe ich mich selber aus dem Text gebracht, aber ein bisschen Werbung muss ja auch sein. Ja, welche Blume möchtest du von dir verschenken? Also Blumenbilder eignen sich unglaublich gut für die sensible Art, mir das Wahrwerden meiner Gabe. Und wie gesagt, das ist eben hier Aquarell. Du siehst, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, in den Paletten befinden sich Tuben, also die Aquarellfarben in Tuben.
Und die sind mir persönlich am liebsten, muss aber auch nicht sein. Es kann auch ein ganz klassischer Aquarellkasten sein. Wasserfarben würde ich dir, wenn, also zum Ausprobieren mit Wasser, ganz klar kannst du auch mal so einen Schulwasserkasten nehmen, wenn du tatsächlich mehr oder mehr einsteigen möchtest in Aquarellmalerei, empfehle ich dir auf jeden Fall einen Aquarellkasten. Und das nächste Video ist tatsächlich dann schon der erste Teil vom Workshop, eben Materialkunde und wie richte ich meinen Arbeitsplatz ein für Aquarellmalerei oder für Malerei, für heilsames Malen. Ja, und hier sieht man, also der erste Strich oder die erste Skizze mit Farben ist eingetrocknet und du kannst jederzeit bei Aquarellfarben auch dann nochmal drüber, ganz leicht drüber malen. Das ist jetzt ein Aquarellstift, der zum Einsatz kommt. Aquarellpastellkreide. Und das ist halt das Schöne mit Aquarell, ein schnelles Arbeiten. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen vorgespult. Schnelles Arbeiten geht für die erste Skizze ganz klar, aber insgesamt ist es ein sehr behutsames Malen. Ja, weil ich muss ja dann auch wieder warten, bis der erste oder bis die erste Skizze trocknet oder angetrocknet ist, dass ich drüber arbeiten kann. Ne? Also ich finde, für mich persönlich ist diese Technik eine sehr behutsame. Und da gebe ich jetzt so dem Bild so so den letzten Schliff. Ich spiele ein bisschen, ich gucke rum, welche Farben könnten passen. Ja, so spielen nenne ich es immer ganz gern. Und lass bei Aquarell noch eine der letzten Empfehlungen. Lass mal nicht das ganze Bild voll. Aquarell braucht wie die Blumen deine Gabe. Wir reden hier von deiner Gabe, ja? Die will atmen, die braucht Luft. Und Aquarellbilder brauchen Luft zum Atmen. Ja, die kannst du nicht einfach voll klatschen. Das kann ich machen mit Acrylfarben, aber nicht mit Aquarell. Gib Luft dem Ganzen. Und jetzt nochmal, bevor ich es vergesse. Das nächste Video, jetzt muss ich gerade gucken, was wir für ein Datum haben. 4.7. ist jetzt. Ich kündige es an über Pinterest und Facebook. Das nächste Video ist definitiv Teil 1 Kurs Heilsames Malen für zu Hause. Und da geht es um Material und was du wirklich benötigst, um täglich oder zwei, dreimal die Woche zu malen oder sagen wir es mal eher heilsames Malen zu praktizieren. Also beim Yoga brauchst du eine Matte, vielleicht ein paar Videos, Tutorials und das Gleiche möchte ich dann anbieten über YouTube auf meinem Kanal. Aber ich kündige es noch an über Facebook und Pinterest. Ja, hier kommt das Spielen, Abschluss, ne, so langsam. Den Formen nochmal Luft zu geben, die nochmal zu auszuweiten. Ne? Das ist jetzt mit dem Bleistift, müsste. Ja, das ist ein Bleistift. Das mache ich immer ganz zum Schluss. Ja, ich hoffe, ganz fertig sind wir noch nicht. Ich male jetzt immer ein bisschen weiter. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen oder ein paar Tipps geben, deine Gabe zur Blüte zu bringen. Ja, das ist was ganz Besonderes. Stell dir vor, diese Blumen, bist du, das ist deine besondere Gabe. Tja. Wenn du mehr über heilsames Malen für hochsensible Persönlichkeiten erfahren möchtest, sehen möchtest, ich habe dir hier diese Playliste vorbereitet.
Wow, du hast es bis hierher geschafft. Cool. Namaste. Danke. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann besuch mich gerne auf meiner Website und informiere dich über Seminare, über Workshops, über eine mögliche Zusammenarbeit. Alle meine Workshops, alle meine Angebote sind mittlerweile online verfügbar. Ach ja, dann habe ich noch etwas. Auf Pinterest gibt es jetzt einen täglichen Kreativkick. Also jeden Tag ab 6 Uhr morgens poste ich ein kleines Bildchen mit einem kleinen kreativen Kick für deinen heutigen Tag. Ich wünsche dir jetzt alles Gute, viel Spaß beim Malen. Ich freue mich über einen Kommentar, schreib ihn gern unten rein. Wenn du Fragen hast, scheu dich nicht, einfach in den Kommentar die Frage reinschreiben oder schreib mir eine E-Mail. Also, alles Liebe und bis bald.